sich verändert. Oder kannst du vergessen hier, Alter, ohne Witz. Halt die Fresse, Alter, ohne Witz, Junge. Halt's Maul, diese Kackmucke, ne? Regt mich das auf, Alter. Wallah, du hast dich verändert. Nein, hab ich nicht. Seit 2 Tagen hab ich Stress, muss mich ganz Tag mit irgendwelchen Scheiß rumboxen, Alter. Ich raste aus, Junge. Grüß Gott. Tag. Hukulu. Mir alles egal, jetzt Grüße! Schon graue Haare habe ich auch einfach. Ich habe immer nur Nacken, ein bisschen. Tarine App. Ich hoffe, der Sound passt so. Wenn Sound zu hell oder zu dunkel ist und Bild zu leise oder laut, müsst ihr Bescheid sagen. Aber ich höre nur auf die breite Masse. Was Einzelne sagen, ist mir egal. Fixt eure Kopfhörer und so. Hallo. Passt alles, okay, dann bin ich beruhigt. Auf die breite Masse, hast du mich gerade fett genannt? Ne, stabil, Bruder, McFit pumpen und so. Durchtrainiert. Kabel noch dran, Bob Wolverine, hör auf, bitte, Alter. Ich hab gerade schon wieder den ganzen Kabelbaum alles auseinandergenommen, weil ich nämlich das große Problem hatte, dass das Mikrofon angefangen hat zu knacksen im Teamspeak. Oh, und ich habe den Fehler die ganze Zeit nicht gefunden und habe alles wieder auseinandergenommen. Sterbe 500 Tode, Alter. Audio-Equipment ist das Schlimmste, damit kannst du mich jagen gehen. Agel, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch und euch auch. Ah, Da Vinci, danke für den Resub mit Prime im 27. Hurry B, danke schön für den Resub im 10. Harry Dong, danke für den Resub im 35. Und Devutox, danke für den Prime im 24. Ach ja. Also ich würde sagen, ein bisschen mehr Bass als sonst in deiner Stimme. Ich habe daran nichts eingestellt. Nur in der Lautstärke ein bisschen rumgefummelt. Und ein bisschen... Wunder, du hast dich verändert. Nein, habe ich nicht. Ein bisschen entgegengewirkt, damit das nicht mehr so übersteuert, weil ich habe ab und zu meinem EP gemerkt, dass das Mikrofon ein kleines wenig übersteuert. Hallo Schattenbund. Geile Sau. Jetzt muss nur noch mit Grand Theft Auto gleich alles funktionieren. Dann bin ich froh. Wunderschönen Day-Night, guten Abend und auch Danny Punch und Chris Makari, New Lug, Dead Jumper, Bucky, Space Pirate. Hört sich cleaner an, findest du? Nitro, guten Abend. Der haut drauf, wie? Dankeschön für den Resub im 19. Kukulu, die Fricke. Selber. Kushi Kush, hallo. Zavion, dankeschön für den Prime im 6. Bergische Jung, danke für den Prime im 3. Corporal Mars, vielen lieben Dank für 5 Gifted Subs. Ich küsse deine Zähne mit Zunge. Am besten nichts mehr verstellen, sonst PC, Lüfter oder sonstiges Rip. Oder ich mache hier geh nix mehr, Alter. Ehrlich. Ich bin nur froh, dass ich bald mit dem Setup durch bin. Ich warte nur noch auf eine Sache von Etsy, dann mache ich Bild. Ich habe mir da nämlich eine schicke Schreibtischlampe geholt. Handgefertigt. Hallo Alpino, Itzandria, hallo, Nia, hallo, von Matterhorn, Chimpinator, Jason, was geht, Tantchen, was geht, Dom Turner. Reich. Nicht reich, aber ich mag schöne Dinge. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Verpiss dich mit Anime-Lieder. Damit habe ich nichts am Hut. Real Beat. Meine Mama sagt immer, lass die Wichsgriffe von mir, keine Ahnung hast. Deine Mama ist eine weise Frau. Honey Cake, hallo. Jochejacke. Obelix, Goliath, Markus, Jay. Guten Abend. Alles guten Abend.
Hard Psycho Zack, guten Abend. Trixie, gibt es Jamal noch? Bei uns gab es noch nie einen Jamal. Ich glaube, du meinst Jamal. Und den gibt's noch, ja. Der kommt ab und zu noch im EP. Fangamer Sterni, Arel Gamers, MDK Home, guten Abend. The Fives, dankeschön für den Prime im dritten. Savion, danke für den Prime 6. Und Tokulu. Obelix, dankeschön für dein Bit. Den werde ich in Ehren behalten. Und Please What The Fuck, danke für den Prime 19. Und Motson, danke für den Prime 18. Wie viele Decks des Coins hast du schon? Ich habe gerade wieder rein casinoriert. Ich habe eine Runde gewonnen, aber ich darf bei dem kein Casino mehr spielen. Alles gut bei dir, euch, ja? Das skippe ich auch mal direkt. Also wenn es eine Sache in meinem Leben gibt, wo ich schlimmer bin als wie mit Games, ist das mit Musik, Alter. Da kriege ich nämlich einen an der Pimpanellen hier. Haute Black, Dankeschön für den Prime 20. Bei mir ist alles in Ordnung, ich hoffe bei euch auch. Ich habe eine Menge erledigt jetzt die zwei Tage. Habe aber trotzdem nicht alles geschafft und auch nicht an alles gedacht. Fiverr zum Beispiel habe ich vergessen. Und ich habe vergessen mit... Ach nee, das habe ich gemacht. Fiverr, ich wollte nämlich neue Sub-Badges machen. Und auch für die Bits neu. Und dann wollte ich mich mal dran setzen und gucken, ob wir nicht die Emotes irgendwie ein bisschen verbessern können. Vielleicht überarbeiten. Rostrot, guten Tag. Und no. Hauptsache in der WoW reingeguckt, habe ich auch nicht. Habe ich keine Zeit für gehabt. Mr. Warforged Wendel, dankeschön für den Prime im vierten Monat. Gibt's die dicke Melanie eigentlich noch? Boah, keine Ahnung, Alter. Das geht hier live gewesen. Weiß ich, wo der Stream-Sniper hin ist. WoW ist so wild, hab ich keine Zeit gehabt. Wallah, du hast dich verändert. Ruhe. Salty, dankeschön für den Resub am 18. Ich küsse dich zurück. Und Rox, danke für den Prime 11. WoW lohnt sich hart, macht mega Bock, das Game. Kann ich mir vorstellen, aber wie gesagt, ne, keine Zeit. Ich habe jetzt hier die Schränke gemacht und meine tolle Schwester hat mir geholfen, ausgerichtet, Kabelmanagement. Boah, und dann ging im Dings, ey, leg mich am Arsch, Alter. Wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut und Kopfschmerzen. Wallah, du hast dich verändert. Ihr müsst euch vorstellen, ich mache eine clean Windows-Installation und dann wird mir eine Partition nicht angezeigt. Erste Problem. Ich reinstall schon wieder, weil ich dachte, das liegt mit der Windows-Linie zusammen. Zeigt er mir wieder nicht an. Dann habe ich wieder Discord nach Hilfe gerufen. Dann ist das gefixt. Dann sitze ich hier und ich stelle alles ein und lade alles runter. GTA, 500.000 GB. Und dann gucke ich so in den Rechner rein. Und dann sehe ich, dass ein Lüfter nicht funktioniert. Und ich denke mir so, what the fuck, Mindfactory? Wollt ihr mich prellen, Alter? Wollt ihr mir vor Schienbein wichsen? Junge, ich bestelle neuen PC, nichts funktioniert, Mainboard geht in einem Monat im Arsch, jetzt geht der Lüfter im Arsch, oder was? Boah, ich bin durchgedreht, ne, und mich triggert sowas. Ich bin, man könnte sagen, so ein, was das angeht, so ein Perfektionist, bei mir muss alles laufen. Vor allem, wenn das am Schreibtisch irgendwas ist, das muss alles seine Richtigkeit haben. Ich kann damit nicht leben, dass ich hier sitze und rüber gucke und der Lüfter geht nicht, ne. Dann gegoogelt, Lüfter funktioniert nicht, was kann ich testen? Schattenbund angeschrieben, Technik-Chat im Discord angeschrieben, dies, das, Ananas, Alter. Ganz viele Sachen probiert, funktioniert nicht. Den Kack-Rechner aufgemacht, hinten die Kabel geguckt, funktioniert nicht. Dann wieder Technik-Chat, Discord, reingeschrieben. Bruder, was ist da los, Alter? Und ich frag so, okay, wo sind die Lüfter angeschlossen? Und ich guck mir das Mainboard so an, okay, die sind angeschlossen. Ich zieh da die Kabel ab, okay, das sind die Lüfter, das sind nicht die von unten, weil unten, der ging nicht, einer von drei. Und ich fummel daran rum, Alter. Das ist nur ein Gehäuselüfter, wie kam um den ging. Ich fummel daran rum, keine Ahnung von Genix, Alter. Regt mich schon auf. Mach die Seitenscheibe ab von dem Gehäuse. Geh mit meiner Hand da rein. Richtig geil, so in Zeitlupe. Und fühl so hinter dem Lüfter, dass ein Kabel ab ist, Alter. Dann war das genau von dem Lüfter der Kabel, der ab war. Der wohl beim Verschicken oder so abgegangen ist. Junge, ich bin durchgedreht, ne? Ich bin durchgedreht. Ich wollte meinen Kopf in den Monitor reinhauen. Dann habe ich den Kabel nicht reinbekommen, weil da die Lüfter im Weg waren. Musste ich die Grafikkarte ausbauen.
habe ich die Grafikkarte ausgebaut und den Lüfter reingepackt. Dann hat es funktioniert. Die ganze Hand, Prepper. Prepper, übrigens habe ich einen Screenshot bekommen, wo du in dem Chat geschrieben hast, aber du hast nichts Böses geschrieben. Ich habe eine Wasserkühlung hier auf der CPU. Da ging es in dem Chat irgendwie darum, dass der Junkie Park, das haben so Zuschauer von irgendeinem Streamer geschrieben. Dann sich Zuschauer beschwert von einem Streamer, dass der Junkie Park ja keine Gruppierung wäre. Das wären ja Zivilisten und wenn die wollen, könnten die mit 50 Mann kommen und irgendwelche Gangster schießen und so. Junge. Ich habe so ein bisschen im Teamspeak mitbekommen, was momentan da abgeht auf dem Server. Also RP-mäßig zwischen dem Park und die Rocker und so. Puh. Ganz schwierig. Zum Glück bin ich nicht dabei. Hallo Marc. Ja, und dann ging der Lüfter. So, dann hatte ich das nächste Problem. Dann habe ich Windows aktiviert bekommen, Alter, hab mir einen Ast abgefreut. Hab mich gefühlt wie Hackerman, schon vorher wegen dem Kabel. Hab ich auch im Discord geschrieben, ich dachte, ich könnte jetzt NSA hacken und so. Ich installiere Windows, ich aktiviere Windows, ich hole mir die ganze Software, Chipsätze, was weiß ich, alles, was ich brauchte. OBS habe ich schnell hinbekommen. Dann lade ich mir Teamspeak runter. Und teste meine Soundqualität im Teamspeak. Und dann auf einmal habe ich einen Knacksen im Mikrofon. Ne? Und Audio, müsst ihr euch vorstellen, ist richtig schwierig. Wenn man zum Beispiel das Preamp oder so an der Steckdose anschließt und da irgendwas mit dem Strom so nicht stimmt oder was weiß ich, Alter. Dann kriegt man einen Rauschen, einen Knacksen, einen Spulenfiepen. Audio-Equipment ist richtig sensibel und ich habe da eh meinen Kampf immer mit. Weil das muss perfekt sein. Ich bin echt verloren in der Welt der Technik, ehrlich. Es gab mal eine Zeit, wo ich dachte, okay, ich kenne mich echt gut aus, ne, aber ich habe absolut keine Ahnung mehr davon. Und dann bin ich auf Fehlersuche gegangen. Dann habe ich den Stromstecker vom Preamp genommen, in eine andere Steckdose rein, wieder rausgezogen, umgedreht den Kabel, wieder rein. Alles gemacht, Alter. Ganze Audio-Equipment abgebaut, USB gecheckt, alles gemacht. Dann hat sich das von alleine gefixt und ich denke mir, geil, sauber. Kannst du wenigstens heute in Ruhe streamen. Dann habe ich GTA eingestellt und war dabei im Teamspeak. Und jedes Mal, wenn ich dieses verfluchte Spiel gestartet habe, haben die Leute mir im Teamspeak gesagt, ja, der Mikrofon rauscht wieder, das knackt wieder. Junge. Junge. Junge, ich bin weggeschmolzen. Am Ende lag es am Treiber. Es lag an diesem verkackten Interface-Treiber, Alter, den ich installiert habe und vorher nicht installiert hatte. Vor diesem Windows hier. Weil dieser Standard-Treiber von Windows dafür ist tausendmal besser. Aber bis ich das rausgefunden habe, wieder 2 Stunden. Ich war schon am Schwitzen, dass ich heute deutschen muss. Ich war schon wieder am Schwitzen, dass ich schon wieder so Nachrichten bekomme wie, du kommst nicht online, was soll denn das? Ich stopp nie wieder. Ehrlich. Aber jetzt ist alles gut. Hoffentlich. Wir haben das Spiel noch nicht gestartet. Aber das werden wir gleich sehen. Monk ist gar nichts gegen dich. Wer zum Teufel ist ein Monk? Als ob jemand sowas schreibt. Na klar, Bruder, da habe ich vorgestern schon erzählt. Doch, es gibt Leute. Es gibt Leute, die das machen. Es gibt Leute, die meinen, ich gehöre denen, weil sie mich freiwillig supporten. Ohne, dass ich irgendwas dazu sage. Ich habe weder einen Donation-Button, ich habe weder einen Sub-Counter, noch irgendwas. Jeder supportet mich freiwillig, weil ich dem vielleicht auch was zurückgebe. In Form von Unterhaltung oder so. Aber es gibt Menschen, die sagen, hey, du machst schon wieder frei. Ich habe sogar schon Nachrichten bekommen, wo jemand gesagt hat, tu doch nicht so, als wärst du krank. Und tu so, als würdest du dodgen. So, und ich lag im Bett und war mega krank. Oder kurz davor, richtig krank zu werden. Oder war irgendwas anderes. Ja, das ist halt manchmal so, ne? Leider ist das so. Du warst mal ein Jahr nicht online und ich hab dich trotzdem gesagt. Ja, alles. Das ist doch sehr lieb von dir. Es gab eine Menge Leute, die noch weiter gesubbt haben, obwohl ich ein Jahr nicht da war. Wirklich eine Menge Leute. Ich habe auch teilweise, aber das habe ich schon mal erzählt, teilweise auch Leute angeschrieben und gesagt,
und gesagt, die brauchen nichts haben, die sollen lieber ihren Prime-Sub oder so einen aktiven Streamer geben, der auch was zu bieten hat, so der auch mal wieder gibt. Aber nach den ersten drei Nachrichten, wo die mir gesagt haben, ich soll die Klappe halten und so, habe ich aufgehört damit. Monk ist ein Detektiv mit 40 Hosen und Ängsten vor allem. Jetzt fällt mir wieder was ein, was ich nicht geschafft habe. Könnt ihr mal sehen, ich habe die Spotify-Playlist von diesem Lo-Fi-Dings nicht rausgesucht. Hatte ich keinen Kopf für. Habe ich gar nicht dran gedacht. Der Herr Bretta Joe, danke für den Resub im dritten. Slowcon, danke für den Prime im zweiten. Ben, danke schön für den Prime im dritten. Goji, danke schön für den Resub im 20. Und Tukulu und Lars Palmer, danke schön für 145 Bits. Der Herr Corporal Mars, danke schön nochmal für 2 Gifted Subs. Der Atze, danke für den Resub im dritten. MDK Home, danke schön für den Resub im 30. sogar Stufe 2. Dankeschön. Der Herr Anonymer Schenker, wer auch immer du bist. Inshallah wirst du 200 Jahre alt, aber gesund. Vielen lieben Dank für 10 Gifted Subs. Dankeschön. Flappo, danke für den Prime 14. Und Biber Beats, danke für den Prime 5. Danke an den anonymen Gifter für den Sub. Dankeschön, Kampfroboter, dass du dich auch dafür bedankst. Ja, dann ist das so. Das Leben dreht sich nicht nur ums RP und es ist doch auch viel spannender, wenn mal 2-3 Tage Pause ist. Klar, ich sehe deine RP auch gern, aber Relief geht vor. Stimmt schon, von Matterhorn. Das Problem bei der Aktion war jetzt nur, es ist halt quasi so in Anführungszeichen spannend, wegen dem Ärger mit meinen eigenen Leuten und weil sich da so eine kleine Story gebildet hat und ausgerechnet dann bin ich 2 Tage nicht da, weil es mir nicht gut geht und ich absolut keinen Bock habe, so hier zu sitzen und dann bin ich einen Tag wieder da. Dann sage ich ja, Dienstag, Mittwoch komme ich trotzdem, weil ich 2 Tage vorher schon nicht da war. Dann macht der Chat wieder Schande und sagt, geh nix, abgelehnt. So, du nimmst deine Pausen, weil dann haben wir mehr von dir, bevor du wieder ein Jahr abhaust. Und dann sind dann mal eben 4 Tage frei. Da regen sich einige Leute drüber auf. Ich habe heute ausgelaufen und direkt Gremlin 1 bekommen. Tja, Mert, gut für dich. Das kann ich schon verstehen, dass das ein bisschen frustrierend ist, aber was soll ich machen? Julian, danke schön für den Prime 3. Ich küsse dich zurück. Und Julo, danke für den Prime 6. Ruhe. Wie langes Wochenende ist doch fein. Ja. Naja, ich hatte jetzt 2 Tage. Waren 2 Tage streamfrei, aber ich hatte trotzdem keinen frei. Weil ich die Dinge ja auch für den Stream tue hier, ne? Mit dem Setup und Windows neu installieren. Damit ich das englische Sprachpaket auch für Fasmo installieren kann und den ganzen Rotz. Mir egal, wie lange du mit dem Dodge spielen gehst, ich warte auch wieder ein Jahr auf dich, bist einfach mein Lieblingsstreamer. Engel, ich küsse dein Dings, deine Schulter. Aber ein Jahr Dodge ist, glaube ich, nicht mehr. Dafür geht es mir zu gut hier. Dafür habe ich mittlerweile ein sehr stabiles Umfeld und Leute in meiner Nähe, die, wenn es mir schlecht geht, mich auffangen und gucken, dass ich nicht abstürze. Auch vom Kopf her nicht. Obwohl Probleme kommen. Aber das ist ja immer so im Leben. Aber die werden mich nie wieder so runterziehen, wie das damals war. Ich würde sogar behaupten, dass das die schwierigste Zeit in meinem Leben war. Vor diesem ein Jahr Dodge. So vom Kopf her und alles. Nicht nur vom Körper. Das wundert mich, dass, wenn ich darüber nachdenke, wundert mich das selber, wie ich manchmal online gehen konnte, so obwohl ich eigentlich kaputt war. Gleich Geist oder wie? Nee, wegen einer Pimmes. Pimmes. Und du hast einen geilen PC. Ja, aber auch nur für euch. Ist ja für den Stream. Und für mich auch ein bisschen. Sieht schon schick aus. Ich mach Bild. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich mach Bild zu. Versprochen. Apatavani, Grüße. Ah. Cyberpunk wird bei dir so gut aussehen. Ich bin gespannt, Wolverine. Ich hoffe. Man wächst ja auch mit seinen Gelüstproblemen, das stimmt allerdings. Ich weiß heute zum Beispiel, was ich nicht mehr machen werde wie damals. So. Und das sind halt solche Sachen, wie wenn es mir nicht gut geht oder so, dass ich nicht komme. Weil ich das nicht mehr wie damals machen werde. Ich werde mich nicht hier hinsetzen und so auf glücklich tun und andere Leute versuchen zum Lachen zu bringen und zu unterhalten, wenn es mir selbst nicht gut geht. Wenn ich eigentlich im Bett liegen will und einfach alles dunkel haben will und Fernsehen gucken oder so. Netflix, irgendein Scheiß. Ihr wisst, was ich meine.
Jeder hat das. Aber Tazani, Dankeschön für den Prime dritten und Jay, Dankeschön für den Gifte, dann Kushi Kush. Salam, Merhaba, Aleikum Salam, Habibi. Wie geht's, wie steht's? Du hast damals in der Grove, oh, achso, okay, in Anführungszeichen. Bruder. Zu viel außerhalb von MP gemacht hat, so, G, alles notieren, jetzt ja nichts vergessen und so. Jetzt hast du die richtige Einstellung. Was du vergisst, ist halt vergessen. Ich habe nicht nur alles dokumentiert, was ich im MP erfahren habe, also geschwitzt. Man darf ja nicht vergessen, ich war auch Teil von einem sehr großen, professionellen Serverteam. Alternate. Hatte einen sehr, sehr, sehr kompetenten, intelligenten Partner an meiner Seite, der eine unfassbare Energie hatte, wo ich mithalten musste und auch wollte, aber nicht trainiert dafür war. So, der Server hat für mich in meinem Kopf, auch wenn heute jemand vielleicht mit dem Finger auf mich zeigen kann und sagen kann, ja, du hast ja nicht viel gemacht, doch, ich habe viel gemacht dafür. Ich war ständig auf dem Testserver unterwegs mit dem Holik und hab Sachen rausgesucht und so. Mir hat das sehr viel Energie gezogen. Streamer zu sein, plus diese Projektleitungsgedöns, plus das. Das war sehr anstrengend für mich. Hast du trotzdem schöne Erinnerungen an die damalige Zeit oder denkst du eher ungern zurück? Ich bin ganz ehrlich, so ein bisschen hänge ich in der Vergangenheit fest. Ich rede sehr oft über GTA Live und so, über die Zeit. Weil es gab halt unfassbar viele schöne Momente. Coole Momente, woran ich mich gern zurückerinnere. Ich erinnere mich auch gerne an die Alternate-Zeit zurück. So. Die Leute oder so, die deinem Team waren, die konnten ja nichts dafür, dass mich das Energie gekostet hat. Das war einfach deswegen, weil ich unprofessionell war, bin. Ich muss das halt lernen. Ich habe das bis heute noch nicht richtig gelernt. Aber ich bin auf einem guten Weg dahin. Ja, aber war damals alles zu viel von jetzt auf gleich wieder auf MP. Tu ich doch. Der echte Schwabbel. Guten Tag, Herr Jadi. Ich will auch zu Hause bleiben, wenn ich keinen Bock habe auf Arbeit. Das ist halt der Luxus, den ich habe, Solti. Ich habe den besten Job der Welt. Wieso rauscht dein Mikrofon so? Weil deine Ohren nicht geputzt sind. Almir Joghurt. Halt die Klappe. Hör auf zu lügen. Aber ich finde das gut, über die Dinge zu reden, die in meinem Kopf rumschwirren, weil dann können viele von euch sehen, dass ich genauso bin wie ihr. Ihr habt mit Sicherheit genau solche Probleme. Irgendwo, Schule, irgendwas. Man muss Dinge erst lernen. Fehler machen und daraus lernen. Das ist das Gleiche wie bei diesen komischen Placements, die ich angeboten bekomme. Wo ich mit euch drüber rede und sage, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Und als wir letztens über Raid geredet haben, und da hat mir jemand im Discord geschrieben, aber öffentlich im Chat, und hat mir irgendwelche Twitter-Dinger verlinkt, wo irgendjemand geschrieben hat, ja, hier, wenn du Placement für Raid Shadow Legends machst, dann musst du am Anfang einen Witz machen, du darfst nichts Negatives sagen, du musst so und so machen und so und so. Und voll kacke, und ich lese mir da durch und denke mir so, okay. Wenn das stimmt, was der Typ auf Twitter schreibt, dann ist das echt kacke. Dann habe ich aber meinen Man von Stream Element selbst angeschrieben und habe gesagt, pass auf, ich habe vielleicht Interesse daran, aber ich will wissen, was die Voraussetzungen dafür sind. Muss ich lügen im Stream? Also setzen die das voraus, dass man einfach sagt, ja, das Spiel ist jetzt auch egal, ob es um Raid geht oder um irgendwelche anderen Spiele. Weil das würde ich eh nie machen, irgendwie lügen oder so eine Kacke. Muss ich da mit einem Witz und so einen Scheiß anfangen? Muss ich da irgendwelche Sachen sagen, die nicht stimmen und die Leute geil darauf machen? So, dass die das Spiel spielen und so. Und er sagt zu mir, Bruder, das ist Blödsinn. Du kannst komplett Freestyle machen, was du willst. So. Du sollst das Spiel vorstellen. Da habe ich auch wieder gemerkt, ne? Nicht jeder Quelle, die einem jemand sagt, so Vertrauen, informier dich selber. Das stimmt gar nicht. Ich könnte das machen und ich könnte das genau wie so ein Dings machen. Wie ich das wahrscheinlich auch, wenn ich das machen würde, machen werde. So viele kennen von euch bestimmt den unsympathischen TV. Und der macht auch solche Placements. Aber der macht die auf so eine Art und Weise. So, da merkt man schon, der nimmt das nicht alles ernst. Und der übertreibt richtig. Und das ist wiederum lustig.
der spielt irgendwelche Games und dann macht er das dann und sagt, boah, geil, boah, sowas habe ich ja noch nie gesagt, oh mein Gott, guckt euch den Typ, oh mein Gott, ist der krass, so. So auf eine voll übertriebene Art und Weise und so. Und wer sagt mir, dass ich das nicht genauso machen darf, dass ich die nicht einfach auf Kopf nehmen kann? Ist voll gut. Ich würde mich niemals hier hinsetzen, egal um welche Produkte es sich handelt, Alter, ob ich das selbst konsumiere oder... Und niemals würde ich hier sitzen und sagen, ja, das Spiel ist so geil, das müsst ihr unbedingt zocken und gebt da ja 30 Euro aus für das Starterpaket, weil, boah, dann seid ihr voll OP und so. Ich niemals machen. Wenn das nicht wirklich so wäre, ne? Wenn ich sowas vorstellen würde und das wäre wirklich so und Leute würden zu mir kommen, die wirklich Interesse an dem Spiel haben und würden mich fragen, fuck, ich hab voll Bock auf das Spiel, wie werde ich krass oder so, dann würde ich dir natürlich diesen Tipp geben, wenn das stimmen würde. Aber nicht so zum Baiten. Hast du eigentlich den Clip noch, als du den Lensch mal befreit hast vor den Rockern? Nee, hast gleich, musste alle Clips löschen. Wegen DMCA, YDMCA-Sachen, ja. Auf Twitch. Wenn jeder Spaß hat, ist das Placement eher erfolgreich im Endeffekt. Ja. Saschas Placements sind Baba. Ist wirklich so, Alter. Das ist mir, ich habe mir eins angeguckt, das ist... Weil der Max hat mir das gesagt. Er sagt, guck dir mal an, wie die das machen. Ich kann verstehen, dass da so ein gewisser Respekt vorherrscht oder auch Hate, sag ich mal. Aber meistens sind das Leute, die eh nicht so wirklich Ahnung haben. Und die jemand anders... einfach nach der Schnauze reden. Wenn jetzt der Papa kommen würde und würde sagen, okay, mach das aus dem und dem Grund nicht und den und dem, weil das ist shady da und da. Das würde ich mir echt zu Herzen nehmen, den Rat. Und ich denke auch befolgen. Schaust du Saschas Video sonst nicht? Nur diese Dings. Diese Lachdinger. Manchmal Watch Together. Erich. ACO, danke für den Wisdom 6. Nukulu. Ernie, danke schön für den Wisdom 8. Soap, Dankeschön für den Prime 3. Lach doch mal. Danke für den Prime und herzlich willkommen. Und Jay, Dankeschön für den Giftzap beim Wermut. Papa hat immer recht. Nicht immer, aber sehr oft. Hat Stay darüber nicht auch negativ gesprochen? Ist auch schon länger her. Soweit ich weiß, ja. Ich weiß nur nicht genau, warum. Ich kann mir schon denken, dass er negativ darüber geredet hat. Oder... konstruktiv. Wegen. Die Mucke regt mich auf. Wegen halt explizit jetzt bei Raid, wegen deren Werbekampagne, ne? Weil die sind schon echt aggressiv unterwegs. Obwohl mir da gestern mal was aufgefallen ist. Raid ist schon sehr aggressiv mit ihrer Werbung unterwegs. Ist halt ein Gacha-Game, so ein Mobile-Gacha-Game. Die haben auch richtig krass viel Konkurrenz, weil es gibt unendlich viele Spiele davon. Und da kann man vielleicht erahnen oder sich denken, warum die Werbung so krass ist von denen. Nicht die Werbung jetzt im Spiel, sondern außerhalb, ne? Gibt viele Influencer, Streamer, Twitcher, YouTuber, whatever, die sehr schnell und sehr oft Angebote von denen bekommen, für die Werbung zu machen. Das ist halt schon negativ. Aber mir ist gestern mal was aufgefallen, als ich abends im Bett lag und ich bin ja jemand, der auf Reddit unterwegs ist. Ich krieg auf Reddit mehr Werbung von WoW Shadowlands als von Raid. Aber bestimmt 5-mal mehr Werbung. Aber darüber hört man gar nichts. Und das Spiel hat auch einen Ingame-Shop. Ist auch irgendwo Pay-to-Win, weil man sich Gold kaufen kann. Da hört man wiederum gar nichts von. Kombiniere. Dieter, danke schön für den Prime im 21. Wieso sub ich immer 2-mal? Ich weiß nicht. Hä? Aber Dieter, bringt das überhaupt was, wenn du normal subs und noch den Prime subs? Überschreibt das eine das andere nicht? Kaida, dankeschön für 34 Bits. Honeybee, dankeschön für den Wisdom 3. Too Strong Deluxe, danke für den Prime 3. Weil er hat jetzt einen Deal mit Skechers oder wie die Schuhmarke heißt. Mit so Blinkeschuhe oder was? Die Werbung ist doch personalisiert. Das siehst du dann so, aber andere nicht. Ja, aber von... 100 Leuten sehen 20 die Werbung, 20 eine andere, wiederum 20 eine ganz andere. Was ich damit nur sagen wollte, ist, dass selbst WoW Werbung macht.
Weil er Placement Buffalo, damit er mal größer ist als 1,30. Ist Walle nicht groß heute? Ich weiß das gar nicht. Personalisierte Werbung ist Liebe. Ach, das kannst du ja eh nicht verhindern, Junge. Mann, da gibst du einmal bei Google Winterjacke oder so ein Shit ein und schon hast du überall, wenn du nicht unbedingt Adblocker und alles benutzt, auf jeder verkackten Seite durch die Cookies, glaube ich, ist das, ne? Hast du überall Werbung von irgendwelchen Winterjacken und so. Ich bekomme da immer Asia-Werbung. Dann will ich nicht wissen, was du googelst, Junge. Große Fick in mein Bollock drin. Kein Plan, sollte witzig sein, hinterfragt doch nicht alles. Ja, kann auch sein, dass du eine Anspielung machst. Die Mucke gibt mir heute richtig auf den Sack, Alter. Was zum Teufel ist das jetzt, Alter? Ey, das geht mir so auf den Sack, ne? Da macht doch Musik ganz aus, ne? Ich find das sehr schön, wenn gute Lieder im Hintergrund an sind, so das beruhigt. Das ist chillig. Aber es gibt halt einfach Lieder, die gehen mir auf den Sack. Hat Preze nicht Hip-Hop, ja? Bruder, willst du denn Hip-Hop mal hören? Ich habe da schon ein paar Sachen rausgesucht, so die eigentlich ganz gut sind. Aber das ist komische Musik. Ich finde Werbung absolut nicht schlimm. Ich als Selbstständiger mache auch Werbung für meine Firma, ist völlig normal. Ja, OCB, aber du machst so in der Zeitung eine Werbung. Du schreibst aber nicht jeder Person, die im Umkreis von 50 Kilometer bei dir wohnt, eine E-Mail. Weißt du? Ich glaube, darum geht's. Dass die Leute, nicht nur die, auch andere Games, einfach dich per E-Mail bombardieren. Mit allem möglichen Scheiß. Willi Wurf, danke für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Mert, danke schön für den Gift-Sub. Und Noxalos, danke schön für den Resub im 24. 2 Jahre, stimmt. Dankeschön. Kunden nur 50 Kilometer entfernt, wir haben sie jetzt. Genau, Twitch-Spritzer Erik, darauf kommt es an. Es gibt auch coole Werbung. Nix Werbung, ich gehe in die Tür und sag gleich hier mit Brettchen, wenn du das nicht sagst. Wenn du nicht ja sagst. Ach so, machst du hier einen auf. Machst du hier einen auf Real Life Rocker? Spitze im echten Leben den Unterdrücker. Hallo Traktorfahrer, guten Abend. Aber im Großen und Ganzen ist es am Ende meine Entscheidung, wenn ich eine Placement mache. Und was für eins. Und jeder, der sagt, scheiß drauf, ich guck mir das an, vielleicht wird das ja lustig, weil ich versuche, das lustig zu machen, guckt sich das an, supportet mich dadurch und sorgt dafür, dass ich weniger Kopfschmerzen hab. Und wer keinen Bock darauf hat, guckt nicht. Der kommt dann abends zur regulären Streamzeit und zieht sich Pommes oder Phasmo oder whatever rein. Ihr habt die Fernbedienung. Nicht ich. Vocal, dankeschön für den Prime 15. So. Ich habe gesprochen. Wallah, du hast verändert. Nein, habe ich nicht. This is the way. Bamelang, dankeschön für den Wisdom 25. Auch jemand, der schon sehr lange und hier unterwegs ist. Dankeschön. Hallo, Captain Ludelot. Oh, ist mir da ein Plepp ausgerutscht? Tut mir leid. Nein, ich habe mich nicht verändert. Was machen die People eigentlich an Silvester? Ich brauche Ideen. Ich kann dir sagen, was ich an Silvester mache. Ich werde mir ein schönes Glas Whisky gönnen. Einmal vielleicht um 0 runtergehen, eine Rakete steigen lassen. Und dann bin ich wieder straight in the hood, in the booth hier. Ich mache gar nichts. Ist sowieso Corona. Kein Bock, mich anzustecken irgendwo. Am besten zu Hause bleiben. Im chilligen Kreis. Dankeschön, Epic Pain. Mega, was du zockst. Ich habe endlich wieder einen Grund, den TV auszulassen und hier zu sein. Das habe ich mir vollkommen, fühle ich. Raketen in Nachbars Fenster. Ja, Cody, du bist so erst 13. Ihr seid keine Hilfe. Ja, kannst ja hier hinkommen heute. Dann spielen wir Mensch, ärger dich nicht. Aber deine Weinflaschen bezahlst du selber. Du Schnapsdrossel. Du trinkst eh zu viel. Das kann ich gar nicht blechen. Da muss schon der Trinkgutlastler kommen. Ich bin Weihnachten schon alleine. Aber warum ist das so schlimm, an Weihnachten allein zu sein? Du bist dir doch der nächste Mensch, wenn du im Leben nicht mit dir selber klarkommst und nicht mal alleine sein kannst, ohne zu weinen.
darauf kommt es auch an im Leben, mit sich selbst klarzukommen. Voll gut, du bist dein eigener bester Freund. Halt die Klappe, Curtis. Okay. Timmer, danke schön für den Resub im 7. Hast du beim Mutter reingeschaut mit seinem Spielzimmer? Ja, klar, habe ich. Ich verstehe auch gar nicht, warum die Leute sagen, die Soundqualität von seinem Raum ist voll kacke. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn er so ein bisschen auf Kirche angelehnt ist. Mich stört das nicht, wenn das so ein bisschen hallig ist. Ich meine, ist halt ein Riesenraum. Krieg da erstmal vernünftigen Schallschutz hin. Hab meine Familie seit Monaten nicht gesehen, ist halt doof. Du kannst sie doch nach dem Feiertag auch noch besuchen. Oder bist du so ein Mensch, der nur einen Feiertag zu Mama geht? Du bist eingeladen. Da meine Schwester dich eingeladen, sollte. Och nö, Alter. Ganze Kiste, mehr als eine Kiste. Bisschen auf Kirche, sehr geil. Ja, ist doch so. Ich weiß auch nicht, wie leer der Raum ist, wenn der Rest vom Raum noch leer ist. Ist ja auch klar, dass er ein bisschen halt. Ja, der halt schon ordentlich, ne? Ist halt wie Omeo Senioro, halbe Kirche, wie gesagt. Da steht nicht sonderlich viel drin. Ich glaube, da wird auch nicht viel drin stehen. Sollen drin stehen, viele sein soll, so. Ihr wisst, was ich meine. Sieht halt clean as fuck aus. Und hat ja auch nichts mit der Qualität zu tun. Wenn man sich mal Tyler One anguckt, der immer noch mit seinem komischen Logitech-Headset da rumrennt, Alter, bei 10.000 Zuschauern oder so. Und immer nur da reinbrüllt und übersteuert, Alter. Das ist halt sein Markenzeichen. Ist halt von Monte der Markenzeichen, der Priester jetzt ist. Der Priester Black. Kev, by the way, dankeschön für den Prime am 6. Bin Weihnachten auch alleine. Für die Leute, die Weihnachten alleine sind, wir können ja vielleicht nach Heiligabend abends mal wieder so eine ganz cringige Internetparty feiern im Teamspeak. Aber nur Leute, die sich benehmen und die nicht komisch sind. Wie in den Silvesternächten immer. Nachdem alle besoffen nach Hause schlendern. So um 4, 5 Uhr morgens. Da gab es mal auf Olten eine ganz legendäre Nacht. In der Silvesternacht. Da war das zu Hause besser als die Party, wo man vorher war. Natürlich ist Alkohol erlaubt, wenn du über 18 bist. Aber auch nur in Maßen. Wir sind nämlich Gentlemans. Wir sind keine. Ne? Wir sind Genießer. Bald munter Hochzeit im Stream. Wallah, du hast verändert. Wallah, hab ich nicht, Bruder. Raymond, danke schön für den Restart im 7. Ruhe. Und Tagger, danke für den Restart im 10. Genießer, genau. Wallah, du hast verändert. Nee, Zigarre nicht. Aber ansonsten lasst die Finger weg vom Alkohol. Der macht euch mehr kaputt, als ihr denkt, dass der euch helfen würde. Und auch von den Haschrauschgiftzigaretten. Und von den Schoroblechen und von jeglicher Art von Pillen. Ist immer besser, wenn man im Leben ganz klar ist. Und sich zu 110% unter Kontrolle hat. Da werden wieder um 3 Uhr nach die Lichter ausgemacht nach einer Flasche Branntwein. Ach, wann war das nicht letztes Silvester, Weezy, wo Imber nach Hause gekommen ist und dann so besoffen war, dass er mit dem Kopf auf den Schreibtisch geknallt ist und dann hast du den Pen gehört? Der gute Imber. Das war letztes Silvester, wo wir gerankt haben, ne? Da saß ich auch wie ein Creep zu Hause, wenn nichts ging. So, und das ist die Hip-Hop-Playlist von Brezel. Das hören wir uns jetzt an. Ich meine, den Nacken geht's besser, aber ich hab immer noch ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wann das weg ist. Oh, ich sitz hier mit Westside-Zeichen, Alter. Sunshine, so I gotta know, yeah, I gotta know. Are you looking for a DD on the honor roll? With a lot of dough, that's always down to go. A D just wants someone with common goals. Ich glaub, that is super. One man or one night, someone who stays or leaves before the sunlight. This ain't a courtroom, no judgment from me, but the jury's out. I need a testimony. Have you been with the rapper before? Man, halt die Schnauze, Alter.
Ich mach jetzt einfach, wo ist die? Ich mach jetzt einfach meine Playlist hier. Da sind 17 Tracks drin. Die haben wir zwar schon gehört, aber die sind wenigstens gut. Yeah. 25 noch nie Drogen genommen. Gut. Das ist ein gutes Archiv mit. Bald dabei. Und ändern da die Hand. In der Diana, ich bin schon hyped aufs neue Genetik-Album. Ist Deutschrap, ne? Das ist Tag, das ist stark, das ist echt gut. 40 noch nie, auch gut. Weg, Finger. Und keiner braucht kommen mit und sagen, ja, die Haschrausch gibt Zigaretten, Tetrahydro, Cannabinol, Piefen, sind ja nicht schädlich. Das kommt ja alles aus dem Boden. Das ist ja Bio. Mhm. Und dann fangt er an zu kiffen und euch gefällt das und ihr ruft immer mehr. Und nach 2 Jahren trifft er mal einen alten Kumpel, der steht dann vor dir. Hat beruflich irgendwas gemacht, während du zu Hause auf der Couch gechillt hast. Und der steht dann vor dir und sagt zu dir, ey Bruder, wie geht's dir? Und dann kannst du so auf die Uhr gucken und so nach 3-4 Minuten sagst du dann, was Bruder, was? Hab ich alles schon erlebt, Alter, ohne Witz. Finger weg davon. Kannst du auch Game-Sounds benutzen, wie zum Beispiel von The Last of Us? No. Weiß ich nicht, glaub nicht. Du kannst dich halt dumm kiffen, das ist das Problem. Work Weed Bad. Das hat Genussmittel. Wenn man das unbedingt im Leben braucht und ganz selten mal konsumiert. Ich glaube, da hat dir keiner den Finger für, aber... Nein, hab ich nicht. Mr. Aventador, danke für den Restart am 10. und S-Werde, danke für den Restart am 29. Moin. 2 Jahre nur rumgegangen, gekifft wie ein Spaß, der fühle ich, kenne ich. Nicht gut. Ist eine Bubble, aus der du sehr schwer wieder rauskommst. Vor allem, wenn die Realität dir auf einmal in die Fresse haut, dann. Nicht gut. Dully of Doom, guten Abend. Ich brauche ein CD-Good-Out-Sound. Ich kann den im Discord morgen hochladen. Von Crazy. Das wird richtig krass, als meine Mom letztes Jahr gestorben ist. War ganz schlimm. Kann ich verstehen. Richtig Geld reingebuttert. Tja, andere werden wegen deinem Konsum reich, ne? Aber die rauchen selbst. Meistens. Ups. Mr. Kanisterkopf, vielen lieben Dank für den Resub im 7. Kiffen macht hässlich und arm? Ja, nicht unbedingt arm. Und hässlich ist auch so eine Auslegungssache. Macht aber sehr faul und träge und vergesslich und ganz viele andere unschöne Nebenwirkungen. Auf Dauer. Das stimmt, Cass, das stimmt. Man sollte sich im Leben sowieso an Leute halten, die dich nicht runterziehen. So. Mit denen du schwimmen kannst. Mit dem man nach vorne gehen kann. Gute Freundschaft, man. Es kommt immer auf die Person an und was da so passiert. Man kann aber nicht sagen, dass jeder durch Kiffen dumm wird oder sonst was. Der Großteil meines Freundeskreises kifft sehr lange und alle sind erfolgreich und noch nie etwas Schlimmes passiert. Deshalb, ich habe auch Freunde, die kiffen und erfolgreich sind. Es gibt auch Leute, eigentlich will ich keinen Drogentalk machen, so, weil jeder sollte erwachsen genug sein und naja, für sich selbst wissen, was abgeht. So. Es gibt doch erfolgreiche Leute, die in Führungspositionen in irgendwelchen Firmen sitzen, die heroinsüchtig sind. Die aber ihre Sucht bezahlen können und deshalb keine Beschaffungskriminalität oder so machen. Wisst ihr? Du kannst mit allem im Leben leben. Es gibt auch Leute, Mensch ist halt ein Gewöhnungstier. Es gibt Leute, die sind in der Kohlemine am Arbeiten, vielleicht gezwungenermaßen sogar. Die haben, wenn wir darauf gucken, ein richtig schlimmes Leben. Aber für die ist das nicht mehr so schlimm, weil die jetzt schon seit Jahren machen.
und sich daran gewöhnt haben, so, oder die kennen nichts anderes. Du kannst mit allem leben, aber die Sache ist halt, du sagst ja, kommt auf die Person an und so, aber du weißt das ja vorher nicht. Also willst du das riskieren? Willst du das riskieren, dass du vielleicht darauf anschlägst? Und irgendwann verplant durchs Leben rennst, so? Weil du drauf hängen geblieben bist? Oder dich das sogar verleitet zu anderen Sachen? Weil dir das nicht mehr reicht? Ich glaube, das Risiko ist einfach viel zu hoch. Und der Gewinn ist null. Jeder macht im Prinzip seine eigenen Erfahrungen. Ganz einfach. Und selbst wenn man in ein Loch fällt und so, es gibt sehr viele Dings, Institutionen, die einem helfen, auch wieder ins Leben zurückzukommen. Ins Normale. Das soll jetzt aber auch kein Dings dafür sein, anzuspornen, zu sagen, ne, ja, mach das, ihr werdet schon wieder klarkommen. Lasst einfach die Finger davon. Ganz einfach. Und geht erwachsen damit um, wenn nicht. Das ist ja nicht nur bei Sachen, die man konsumiert, im Sinne von Rauchen oder so, oder Drogen. Das ist ja das gleiche wie mit Computerspielen. Alle Arten von irgendeiner Sucht. Auch Zucker. Coca-Cola und so ein Quatsch. Das Krasse ist bei mir, fast alle vom Kiff früher sind tot oder obdachlos, weil dann irgendeinem Shit angefangen haben. Hab so viel Shit früher gemacht, bin mittlerweile absolut dagegen. Ja. Davon gibt's Millionen Stories, Mann. Wenn nicht, dann wird er dir geknattert von den Yadis. Bitte kein Drogentalk. Ja, wir hören jetzt auch damit auf. Ich denke mal, wir sind alle gewachsen. Der Stream ist ja eh ab 18. Ich hoffe, da halten sich alle dran. Rein in die Pimps. Warte, ich mache nur Duftkerze. Dann können wir in die Pimps gehen. Ich will eh testen. Aua. Hoffentlich funktioniert alles. Aber ich müsste eigentlich alles funktionieren. Ich habe Energieoptionen auf Dings gestellt, auf hoch. Ich habe diesen Xbox-Spiele-Boost unter Windows ausgemacht. Ich habe die Grafik eingestellt. Ich habe Redox drauf mit LA Rhodes. Grüße gehen nochmal raus an Benjo, der mir das nochmal geupt hat und damit ich das downloaden kann, weil ich konnte das nicht safen. OBS ist eingestellt, Internet lübt. Discord-Overlays aus, Steam-Overlays aus. Müsste funktionieren. Genau wie Pommes macht auch einige krank. Ist doch so, ist wirklich so. RP kann auch süchtig machen. Oder eine Traumwelt erschaffen, in der du flüchten kannst, weil da dem Realer vielleicht nicht so schön ist gerade so. Und da kannst du jemand anders sein. Ich bin Energy Drink süchtig, auf 5 Dosen Effekt am Tag. Hatte ich auch mal einen Kollege. Mein Junge, das weiß ich noch. Irgendwie Sommerferien, Alter, und dann jeden Tag nach Kaufen und immer Red Bull. Und irgendwann hat er gesagt, boah, Bruder, ich trinke die Scheiße nicht mehr. Und dann hat er mir erzählt davon, dass er so Herzschmerzen kriegt. Und das wahrscheinlich davon kommt, weil der, was weiß ich, viele Dosen am Tag gesucht hat. Ja, oder die Realität verlassen, kenne leider eine Person Ruhe und Frieden. Alles kann süchtig machen. Und alles kann Gift sein. Ne? Selbst Wasser. So, Duftkerze. Lass über was Schönes reden. Ich will positive Vibes hier. Hier, riecht mal meinen Finger. Blabla, Dankeschön für 2 Gifted Subs an die Community. Vielen Dank und Magic Mushroom, Dankeschön für den Prime 3. Wie geht's den Lüftern? Die laufen alle, Jazz. Und du erzähl mir nichts vom Computer, Alter. Sonst lese ich mal vor, was du im Discord geschrieben hast, Alter, wegen diesen komischen Optionen. Pizza mit anderen. Das ist absolut das Widerlichste, was es gibt in meiner Welt. Meine Schwester hat letztens Pizza mit Ananas gegessen, Alter. Ekelhaft. Aber der Schlimmste von allen ist Lucky. Der hat nämlich, was hat er gegessen? Pizza mit Curry und Bananen oder irgendwie. Oh mein Gott. Irgendwie sowas, eine ganz komische Konstellation. Ja, wartet. Moment. Twitter. Lackaffe, wo ist er?
Wo ist das, Alter? Der postet ja nicht zum Glück so viel. Der Utilucky, der JFK. Da, hier. Oh. Pineapple. Oh mein Gott. Ananas, Bananen, Curry und Ham. Und darunter schreibt er, dass das richtig gut geschmeckt hat. Was habe ich nochmal darunter geschrieben? Ich kotze mir in den Mund, du ekelhafter Penner, habe ich geschrieben. What the fuck, da kannst du nicht machen. Jeder hat ja einen unterschiedlichen Geschmack, ne? Ich habe, als ich klein war, würde ich heute auch nicht mehr machen, habe ich Nutella mit Käse gegessen, Alter. Frag mich nicht, warum. Und ich habe sogar eine Freundin gehabt, Mandy hieß die, die hat Nutella mit Salami gegessen, Bruder. Die kam immer mit ihrer stinkenden Dubbel von zu Hause raus auf die Straße gelaufen, als wir klein waren, mit dem Nutella-Salami-Brot, Junge. Ja, 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 ja. Guck, Jumper schreibt auch, ja, Mann, ich auch. Nutella-Salami geht voll klar, siehst du? Nutella mit Käse war der Shit für mich damals. Ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal essen will. Keine Ahnung. Kleine Bratwürste roh essen zählt als Kind zu meinen Hobbys. Ich habe, als ich ganz klein war noch und in diesem Hochsitz da, den man so hat, wenn man ein Baby ist, Alter, hat mein Onkel mir immer so eine Ringelfleischwurst mitgebracht. Also so ein richtig dickes Kaliber. Daran habe ich immer rumgefressen, als ich noch ein Baby war, Alter. Da gibt's auch Bilder von. Ich raff den Trend sowieso nicht, zwei Sachen aufs Brot zu machen. Marmelade plus Käse. Milchbrötchen mit Leberwurst und Erdbeermarmelade. Ach du heilige Scheiße. Mein Bruder hat auch Kuchen mit Ketchup gegessen. Mein Bruder hat immer Nudeln mit Brösel gegessen. Das hat meine Mama immer gemacht. Das ist im Prinzip Nudeln mit Zucker. Auch ekelhaft. Genau wie Möhren durcheinander und so. Hallo Teddy. Boah, kann ich nicht leiden. Oder Pilze auch nicht. Nee. Das ist nicht mein Fall. Das ist nicht meine Welt. Ei mit Maggi. Eis mit Ketchup. Blutwurst Nutella. Käse mit Honig. Okay, du bist komisch. Hallo. Was geht denn, Bacon? Fruchtzwerge mit Beefy. Ach, übertreib jetzt nicht. Jetzt fangt er aber an zu lügen hier. Fruchtzwerge mit Beefy, Junge. Pizza Sucuk besser, das stimmt. Allgemein Sucuk ist immer gut. Geht immer. Ich habe mal als kleines Kind mal das Innere von zwei Zwiebelbroten gegessen und dann die ausgehöhlten Brote wieder mit Decke so hinterlegt. Ich hatte, als ich daran erinnere ich mich auch noch, das ist eine ganz, ganz, ganz alte Erinnerung von mir. Als ich ganz klein war, hatten wir so ein Kindermädchen und von ihr, die Eltern hatten so eine Kneipe und darüber die Wohnung und ich war da und die hatten so eine typisch deutsche Vitrine so, diesen Wandschrank. Und in der Vitrine war so ein Stück drin, das sah aus wie eine Süßigkeit. Und ich als kleiner Fratz, ich weiß nicht, wie alt ich da war. 4, 5 oder so. Ich hab gedacht, das wäre was Süßes. Und hab das aus der Vitrine rausgeholt und da reingebissen. Da war dann ein Stück Seife. Das war so Kunstseife. Oder meine Oma war mal zu Besuch. Und Oma und Mama haben immer so ein Säckchen getrunken. Da war ich auch noch ganz klein. Da bin ich einfach auf den Stuhl geklettert, weil ich hatte richtig Durst und hab gedacht, das wäre Wasser und hab so einen riesen Schluck aus so einem Sektglas getrunken. Uah, ekelhaft. Chips mit Joghurt. Den Löffel Zucker mit Salz verwechseln. Hab ich auch gebracht. Soll ich jetzt hier mit meinen Kochsachen anfangen? Nein, ich sag nur Dings, ey. Pfannkuchen im Toaster. Ich hab schon Sachen gerissen, Mann. Da wäre selbst Jamie Oliver neidisch. Wie was? Hä?
Hey, die Story habe ich da schon voll oft erzählt. Einmal. Nee, zweimal oder so. Ich hatte mal so Fertigpfannkuchen, die habe ich eingekauft, weil ich irgendwie voll Bock auf die hatte. Und irgendwie zwei, drei Tage später hatte ich richtig Bock auf die und wusste nicht, wie ich die machen soll. Die waren schon fertig, die hätten wir nur warm machen müssen, in der Pfanne. Ich habe die aber im Toaster getan, weil die halt aus dem Kühlschrank kamen und die waren so hart. Und da dachte ich, okay, das sind wie diese Waffeln, die kann man nämlich auch im Toaster tun. Diese Pfannkuchen wurden aber richtig weich und sind in sich zusammengeklappt. Im Toaster drinne. Ich wollte kochen, Mann, ich wollte es probieren. Naja, nicht den Teig. Das war ein Fertigpfannkuchen. Beste, was du mit Sucuk machen kannst, Knoblauchbaguette, dann Sucuk in Scheiben schneiden und dann... Oh, Bruder. Einfach Sucuk mit Ei, Mann. Oh mein Gott. Und du hast die rausbekommen? Tatsächlich habe ich die wieder rausbekommen, ja. Kennst du Mikrowelle? Ja, aber ich habe nicht dran gedacht. Ich dachte halt wirklich, das sind wie diese Fertig-Waffeln. Weil die haue ich meistens, wenn ich die esse, habe ich schon übertrieben lange nicht mehr gegessen. Habe ich die auch immer vorher im Toaster getan. Für eine halbe Minute. Boah, Sucuk ist einfach Liebe, Mann. Ey, wir gehen in eine Pommes. Ich will das jetzt probieren. Raja MP. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was ich da mit dem Park mache, ne? Oder mit Johnny, Alter. Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich den das nächste Mal versehe, boxe ich den einfach und guck, was dann passiert. Floxe, danke schön für den Resub im dritten mit Prime. Johnny Black, danke für den Prime zweiten. Und Vincent Blass, danke für den Prime im zweiten ebenfalls. Gott zum Gruß, Glück auf, mein Freund. Meine Sis hat mal Pizza in den Ofen getan, um die Folie abzumachen. Mein älterer Bruder ist mal eingeschlafen, als er eine Pizza im Backofen hatte. Die war dann komplett schwarz. Mein älterer Bruder hat auch mal Fritteusenfett in Toilette runtergespült und das wurde dann hart. Aber von meinem Bruder brauche ich gar nicht erst anfangen zu erzählen. Weil der Typ, ne? Der Typ, der alter Schwede, der müsste eigentlich ins Guinness Buch der Weltrekorde für dumme Sachen. Es gehört es nicht mehr im Park, falls die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Wir haben irgendwie so einen Hund gefunden in meinem LP, bla bla bla. Und dann hatte ich Stress mit dem Johnny. Dann hat der zu mir geschrieben, du Mistschwein oder Missgeburt. Verpiss dich aus dem Park. Und seitdem sind die Lager da so ein bisschen getrennt. Und ich nutze das jetzt, OOC, kann ich das sagen, als Charakterentwicklung. Aber Johnny soll mich ernst nehmen und deshalb hat er auf die Fresse verdient. So, gucken, ob ich noch ein guter Streamer bin. Bin ich noch? Was hab ich? Was hast du?